So, also der Stand ist, und das wird auch so letzten Endes unser Ziel sein, ein Camp wird hier nicht entstehen. Wir werden hier keine Logistik zulassen, das heißt, die Trecker kommen hier weg, die Anhänger kommen hier weg. Alles Material, was zum Bau eines Campes geeignet ist, wird hier nicht zugelassen. Wenn Sie hier eine Versammlung machen wollen, mit Personen, meinetwegen auch durchsuchten Pkw, haben wir nichts dagegen. Es ist eine Unverschämtheit, uns zu erzählen, es gäbe ein Camp nur deswegen, weil Trecker und Anhänger hier sind. Wir werden mit diesen Treckern und Anhängern so lange hier bleiben, wie wir das wollen. Wir wollen halt absolut gewaltfrei hier unseren Protest irgendwie im Schülercamp zur Geltung bringen, sodass die Öffentlichkeit das mitkriegt, aber wie ihr mitgekriegt habt, dürfen wir das nicht. Und hattet ihr auch vor, andere Schüler noch aufzunehmen? Ja, es wollten auf jeden Fall noch sehr viel mehr Schüler kommen. Heute Nachmittag, heute Abend, morgen, übermorgen vielleicht auch noch, ja. Wir sind im Moment alle in Lüneburg auf der Großkundgebung. Und denken, wir bauen hier gerade ein Camp. Eigentlich ist er schizophren. Nein, also eigentlich. Wir sitzen ja nur brav da. Ja, wir sitzen schlagen ja zu. Nein, das ist ja falsch. Das ist nicht falsch. Wir sitzen auf der Straße und sie schlagen zu. Wir haben friedlich auf der Straße. So ist das immer gewesen. Wir können doch nicht so pauschal sagen. Wir haben noch nie zugeschlagen. Die Polizei hat immer zugeschlagen. Aber die Polizei hat zugeschlagen. Nein. Wir saßen friedlich auf der Straße. Das kann ich nicht sagen, da waren wir nicht hier. Also ich sage immer, wir sind ja nur heute hier. Wir sind andere. Und wir schlagen nicht gleich zu, sonst hätten wir das ja auch machen können. Wenn das auf Mittwoch drauf ankommt, dann sitzen wir auf der Straße und Sie schlagen zu. Ja, da werden Sie genauso machen, weil Sie die Anweisung, haben Sie doch vorhin gesagt, wenn Sie die Anweisung von oben kriegen, tun Sie es. Ich kann nur für mich sprechen und ich werde nicht zuschlagen. Ich kann auch sagen, warum, weil ich am Mittwoch gar nicht dabei bin. Also wir brauchen uns keine Illusionen zu machen, meiner Meinung nach jedenfalls, dass wir eine Infrastruktur erhalten können, die anderen Menschen zugutekommt. Deswegen denke ich, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, uns in einen etwas geschützteren Raum zu bewegen. Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Kirche ist die eine Alternative, die man sich vielleicht dann offen lassen sollte, wenn also noch mehr Not am Mann ist, sprich Montag, Dienstag, Mittwoch oder so. Also ich fände es vernünftig und richtig, wenn wir uns zum Schulgelände begeben würden. Ich glaube nicht, dass wir von hier mit diesem Gerät überhaupt in die Richtung kommen. Lass doch erstmal kommen, bis sie sagen, weg hier. Und dann können wir da hingehen. Wenn wir jetzt aber wieder alles aufrödeln und da kommen wir gar nicht hin. Wie lange wollen wir hier sitzen? Ohne Zelte, ohne Verpflegung? Bis Montag, Dienstag, Mittwoch? Vielleicht können wir das so organisieren, dass auf einzelnen Privatgrundstücken einzelne Wagen abgestellt werden können. Dass also nicht der Eindruck entsteht, es wird wieder ein Camp aufgebaut, sondern die Leute bringen die Wagen einfach irgendwo unter. Also ich halte nichts davon, wenn wir auf 6, 7 verschiedenen Höfen, die sehr weit noch auseinander liegen, jeweils immer einen Wagen stehen haben. Dann werden sie genau das machen, dann werden sie sich mit Wandern vorstellen. Und dann werden wir heute Abend, dann müssen wir einen super Infopunkt haben, der Menschen, die ankommen, sagt, wenn du jetzt noch über 4 Ecken gehst, dann sind da noch 20 Plätze und so weiter. Also da muss uns klar sein, dass wir informationsmäßig dann überfordert sind. Jetzt ist ja klar, ja, Mehrheit für die Schule, also probieren wir das. 12:30 in 3 Richtungen, IDAS darüber, Trecker mit Anhänger zu Willemeyer und als das Fußvolk als Menschen zur Schule. Ihr besetzt hier die Turnhalle und wie seid ihr da drauf gekommen? Seid ihr von selber da drauf gekommen oder? Ja, die Polizei macht hier jetzt seit 2 Monaten fast so richtig den Überwachungsstaat, also man sieht überall nur noch Polizei und man kann nirgendwo mehr unüberwacht lang gehen und so, und jetzt seit knapp einer Woche haben die es halt richtig krass durchgesetzt und halt nur noch, man sieht überall Wasserwerfer rumfahren, Räumfahrzeuge, alles, und haben dann gedacht, so, ja, okay, wenn die unseren Landkreis besetzen, dann setzen wir die Turnhalle so, und dann haben wir halt einfach die Turnhalle besetzt. Und ja, und dann saßen wir halt da drinnen, kam der Landrat so und meinte, ja, wir müssen ja alle aber wieder raus. Und währenddessen haben wir halt mit ihm verhandelt, von wegen, ja, die Camps wurden ja verboten einen Tag vorher, und dass wir das dann auch ein Grund mit wäre, dass wir in der Turnhalle sind. Also wir sind einfach in der Pause rumgelaufen, haben gerufen, ja, kommt alle, sind alle hin, einfach eine Tür auf, rein. Also ihr habt ohne Abklärung mit dem Schulleiter irgendwie, also einfach das durchgezogen? Ja klar, wir haben es einfach besetzt. Wenn der Fall eintreten sollte, dass die Polizei kommen würde und euch hier rausholen will, würdet ihr dann hier trotzdem protestieren und... Wir würden uns dahin reinsetzen, wahrscheinlich Verstärkung rufen oder was weiß ich, würden uns verbarrikadieren und sagen, ihr kommt hier nicht rein und wir gehen hier nicht raus. So. Ich glaube, die haben auch ziemlich viel Bammel davor, halt Schüler irgendwie aus einer Turnhalle rauszuprügeln oder so. Vor allen Dingen ist es ja auch deren Raum, ne? Dass sie ihren Raum hier frei halten und denen auch zur Verfügung stellen für die Demonstranten. Ne? Das finde ich also ganz klasse. Vor allen Dingen diese Blitzaktion. Man sieht, mit viel Planung war da nichts. Und diese Blitzaktion, die gestartet haben, ich bin jetzt der Meinung, das sollten jetzt Erwachsene wirklich unterstützen und zusehen, dass dieser Raum freigehalten wird. Ne?